Moin! Yo, ich bin auf dem Haarhausener Schleppertreffen und guck an, wen ich da wieder treffe. Einen alten Bekannten. Die Besitzerin, die ihn gekauft hat, nennt ihn liebevoll Fenty. Ich habe ihn damals auch besichtigt, um ihn eventuell zu kaufen. Bin mir mit dem Besitzer aber nicht einig geworden. Ich glaube, ich war zu geizig. Denn wenn ich ihn mir jetzt so angucke, ist er doch wunderschön mit seiner Patina. Ich habe ihn damals liebevoll Rosti getauft. Bilder und Aufnahmen mit seinem Ex-Besitzer sind auch immer noch auf meinem Rechner. Kann ich aber natürlich ohne sein Einverständnis nicht verwenden. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Was haben wir hier? Ein F12 in wassergekühlter Ausführung. Lustiges Teil. Der ist ja vorne relativ leicht. Das sollte er auch sein. War damals von Fendt auch als der Zweitpflege- und Frauenschlepper für die aktive Bäuerin beworben worden. Und ich glaube, das hat er auch jetzt in seiner endgültigen Heimat so vorgefunden. Hier ein sehr schöner, altertümlicher Wasserkühler, wie sich das gehört. Ja, eine Nachbau-Auspuffanlage. Ansonsten, auch wenn er extrem viel Patina hat, der kleine Freund hat TÜV. Und zwar relativ solide. Gut, vor dem nächsten TÜV kriegt er wahrscheinlich nochmal einen neuen Radbolzen, aber ansonsten ist er tipptopp in Schuss. Also auch wenn man es nicht ansieht. Ja, Ölbad, Luftfilter, wie bei meinem 105er Fendt auch. Das Thema kennt ihr schon. Betriebsstunden mangels Zähler unbekannt. Einzylinder mit Original Bosch Einspritzpumpe. Neue Elektrik, handverdrahtet, tipptopp. Das muss auch, damit es authentisch ist, eine gewisse Rattennestoptik haben. Der Mechaniker steht gerade hinter mir, ist kurz davor, mich zu erwürgen. Er hat natürlich auch recht gehabt. Die Reifen rundherum sind alle neu, allein das ist schon 1000 Euro wert. Ich hätte ihn damals kaufen sollen, aber ganz ehrlich, ich glaube, er ist jetzt in viel besserer Hand. Und insofern wollen wir doch gleich mal schauen, ob die Besitzerin bereit ist, mit ihrem neuen Freund auch mal eine Runde zu fahren. Was sagst du? Fährst du eine Runde? Prima. Sie war damit auch schon bei Treckerfahren. Treckerfahrer dürfen das und so. Also muss man sagen, ja, erklär mal, was machst du denn da? Warum betätigst du denn an den Hebel da? Da muss er ein bisschen Pit vorpumpen. Okay. Das kleine Baby auch gleich anstrengen. Jo. Jetzt werden wir ein bisschen vorglühen. Ja, die Diesel-Gedenkminute. Sehr schön. Glühen. Jo. Seht ihr, es ist auch mal gut, wenn ich mal keinen Trecker kaufe. Kommt auch was Gutes bei raus. Rosti-Fenty. Gut, einigen wir uns auf Fenty, ne? Ja. Jo, das ist Sound. So muss das klingen. Genau so soll das sein. Das habe ich sogar als Kennzeichenträger am Auto. In dem Sinne, gib Gas. Zwölf rasende PS zeigen dem Ackerstoppel, wie es geht. Nur geil, ich freue mich immer, wenn so eine Maschine in genau die richtigen Hände kommt. So muss das sein. Ja, du bist rundherum zufrieden, oder? Könnte nicht besser sein. Ja. Erzähl nochmal, hast du mir ja eben schon alles erzählt, musst aber jetzt wohl nochmal ran. Was habt ihr alles gemacht? Wir haben die Elektrik neu gemacht, und die Motor einmal auseinander. Bei der Kupplung ist zwischendurch einmal eine Schraube abgerissen, als wir Treckerfahrer durch das Treckerfußballvideo gedreht haben. Da war Krass. Ich wohl ein bisschen zu rabiat. Aber dank meinem Supermechaniker, meinem lieben Ehemann, ja. Alles wieder heil und er läuft. Ich zeige euch mal eben den Supermechaniker hier per Zoom. Da steht er an seinem Hehler. Jo, okay? Ja. Das ist mein Ein- und alles nach meinem Leben. Toll, das freut mich sehr. Ja Mensch, was machst du damit so? Wir fahren zu Schleppertreffen. Wir fahren durch die Gegend und halten die Autofahrer ein bisschen auf. Oh, das ist schön. Entschleunigen des Alltags. Ja, super. Ja, und ansonsten mal das, was hier und da im Garten zu tun ist. Mal ein Wasserfestchen von A nach B ziehen. Ja. Mal ein bisschen Laub aus dem Garten holen mit dem Anhänger. Okay. Und alles, was man so mit dem Trecker machen kann. Ne? Super.
auf meinen Allrounder. Das sehe ich ganz genauso. Super wendig. Ja. Super leicht gefahren. Leichte Lenkung. Ja. Einfach super. Super. Und der läuft. Und das ist die Hauptsache. Und ganz ehrlich, es ist wirklich besser, dass du den hast als ich. Das denke ich auch. Wahrscheinlich hätte ich ihn überfordert. Er braucht viel Liebe. Ja. Muss ich mal streicheln, der wird immer gut zusehen, wenn er mal nicht will. Der will nicht? Manchmal ist es alt, ist wieder nicht erst gar nicht anspringen und dann mal ein bisschen fancy, kommt schon und dann läuft er. Ja, das ist super. Herr Mensch, das freut mich total für euch. Ja. Für euch drei, deinen Mann, für dich und natürlich für den guten Fenty, dass er in so liebevolle Hände gekommen ist. Ja. Und ich freue mich natürlich immer mal wieder eine Maschine wiederzusehen, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Ja. Und in dem Sinne, ja Leute. Treckerfahrer dürfen das. Treckerfahrer dürfen das, ist ja mal das alte Motto. Und ja, in dem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Comments, lasst ein Like da, ein Abo und bis zum nächsten Mal. Es geht ja auch noch weiter mit der Achse des Bösen, die Bergische Achse. Mein Kompressor ist angekommen mit ordentlich Tinte auf dem Füller. Und ja, weitermachen. In dem Sinne. Ciao.